berühmt werden. Dann nicht. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns auf dem Spargel- und Erlebnishof in Kleistow. Mein Name ist Inke Weiland. Ich bin hier für die Veranstaltungsorganisation zuständig. Und wie Sie sehen können, wenn Sie sich hier umgucken, heute scheint die Sonne und die Berliner wollten raus aufs Land. Wir begrüßen die hier alle bei uns auf dem Erlebnishof. Das erste Mal, seitdem es diesen Hof gibt, haben wir die Kürbis-Schnitz-Challenge an diesem Tag. Und wir haben dafür 5 Künstler bei uns eingeladen. Und diese Künstler, die sind wirklich eine Rarität hier in Deutschland. Es gibt nicht viele von Kürbisschnitzkünstlern. Die sind hier bei uns vor der Bühne heute und zeigen ihr Können an unseren Riesenkürbissen. Ja, die sind auf dem Spielplatz, glaube ich. Unsere Kürbisausstellung beinhaltet... Die Ausstellung beinhaltet 30.000 Kürbisse, aber auf dem gesamten Hof haben wir über 100.000 Kürbisse, die den gesamten Hof schmücken, auf dem Bauernmarkt zu finden sind, in unserer Showküche und auch auf dem Spielplatz vorhanden sind. Wachsen die Kürbisse alle hier in Kleistow oder kaufen Sie hinzu? Die Kürbisse sind alle von uns aus Kleistow. Die Felder befinden sich im Umkreis von 20 Kilometern ungefähr. Wir haben 30 Hektar Kürbisse, die wir selber anpflanzen und die dann alle nachher unseren Hof schmücken. Kürbisse werden für unsere Ausstellung von Spezialisten verarbeitet. Die kommen mit ihren Figuren hierher, werden für unseren Hof designt und dann werden die Zierkürbisse, die in verschiedenen Anzahlen an diesen Ausstellungsstücken befestigt werden, von den Spezialisten angebracht. Aber auch unser Kürbisteam hier auf dem Hof ist sozusagen für diese großen Stücke, für unsere Riesenkürbisse zuständig und kennt sich total damit aus. Auch unsere Sortenshow ist von unserem eigenen Team hier geschmückt und dargestellt worden. Wir kommen aus dem Lanzebeck an der Warte. Sind Sie extra wegen dem Kürbisfest heute hierher gekommen? Ja, genau. Haben Sie das erwartet hier? So viel nicht, ja, viel weniger. Ja, jetzt kommen Sie erst in die schöne Abteilung, wo geschnitzt wird. Ja, wir gucken uns auch das an. Dankeschön. You got it. Ja, ein weiterer Song von Roy Orbison. Wir ziehen uns kurz zurück und meine sehr verehrten Herren, nutzen Sie die Chance, inspirieren Sie sich, lassen Sie sich inspirieren und begeistern von den 5 Favoriten, die wir hier ausgewählt haben. Alle Meister des Schnitzens. Also mein Name ist Daniel Herrgut. Sie schnitzen hier und Kürbisse. Ich glaube schon, dass Sie trainiert sind von den Baden. Ist das ein verwandter Beruf? Einfach reinstecken. Nö. Alle Favoriten auswählen. Ich bin ein Elektriker, also mit Bildhauen habe ich nichts am Hut. Frage kommen würde, was Ihnen gefällt. Ja, Hobby. Wir ziehen uns kurz zurück und sehen uns noch einige Minuten wieder. Viel Spaß noch an diesem wunderschönen Schnitzen. Nicht in Schauen. Der Größe, Sonntag normalerweise kleinere Kürbisse oder Melonen und alles, was sich halt leicht schnitzen lässt. Aber was sowas machen Sie mit den Geschnitzten? Meist verschenken. Irgendwelchen Feiern oder so, Geburtstagen oder so. Bei euch wollen sie einen Preis gewinnen. Versuchet, ja.
Ich komme aus Wusterwetz, der ist in der Nähe von Brandenburg. Extra wegen der Kürbisausstellung? Extra wegen der Kürbisausstellung. Wie gefällt Ihnen die Ausstellung hier? Bitte? Wie gefällt Ihnen die Ausstellung? Wie jedes Jahr, hervorragend. Ganz toll. Vor allem die Figurengruppe und dieses Event hier mit dem Schnitzereien, das ist natürlich schön. Ne? Das lässt sich schon angucken. Erik, was schnitzen Sie da heute? Tja, wenn ihr das wüsste, mal gucken, was das wird. Mal gucken, was das wird. Das ist Fantasie. Nein, nein, das ist Fantasie. Ich sehe den Kürbis, guck mir den an und dann arbeite ich mich rein. Und dann entsteht was. Sie verwenden auch Fremdartikel? Nein, das ist Kürbis. Kürbis? Kürbis? Ja. Alles aus Kürbis. Alles Kürbis. Herr Fabian, Sie sind heute hier als Schnitzer angetreten. Was haben Sie für ein Bild gemacht? Ich habe mir gedacht, ich mache einen Adler, der eine Schlange greift. Ich wollte keine Gesichter machen. Ich dachte, machst du mal was mit Tieren. Wie kamen Sie auf die Idee? Auf die Idee zu schnitzen oder welche meinen Sie jetzt? Auf dieses Bild. Es gibt, sagen wir mal, 1000 Vorlagen, die man schon im Kopf hat und die man wieder mal ausprobieren möchte. Ja, aber Vorgaben haben Sie keine. Ich habe keine Vorgaben. Das kommt dann aus dem Gedanken her. Und man hat aber auch schon viel gesehen und wandelt was ab, nimmt ein paar Sachen raus von jemand anders vielleicht oder denkt sich was Neues aus. Und was dann am Ende draußen steht, das ist immer eine Überraschung. Ist das eine berufliche Tätigkeit für Sie? Ja, ich bin Koch und Küchenmeister und habe auch selber einen Betrieb, einen Feinkostbetrieb. So, und das ergänzt sich natürlich super, wenn wir kalte Buffets machen mit Schaustücke, dass wir das eben wunderbar mit einem arbeiten können. Sollen wir ruhig mal sagen, wo Ihr Feinkostbetrieb ist? Der Feinkostbetrieb ist in Guben und wir sind hier nach Gleisdorf gekommen, weil wir gehört haben, die suchen noch ein paar Kürbisschnitzer und da haben wir uns dazu bereit erklärt. Haben Sie in Ihrem Betrieb auch solche Kunstgegenstände? Wenn Aufträge von Kunst sind, mache ich das natürlich, ja. Aus Kürbis oder aus Reis? Ich mache hauptsächlich Obst und Gemüse so und wir verarbeiten sämtliches Gemüse, was es gibt. Also man kann aus allen Gemüsesorten irgendwas machen, einschließlich eben Kürbis. Sie wollen heute hier einen Preis gewinnen? Dazu sind wir eigentlich angereist. Und ein bisschen Spaß zu haben natürlich auch. Also ich bin die Jette, komme aus Potsdam und bin 34 Jahre alt und das ist halt das erste Mal, dass ich an so einem Wettbewerb teilnehme. Mache das eigentlich nur hobbymäßig und habe heute mal mein Glück versucht, ob ich das so hinbekomme, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie zeigen Mut und treten gegen professionelle Künstler hier an. Ich habe gehört von vielen Zuschauern, dass sie ihre Schnitzerei sehr toll finden und für Sie gestimmt haben. Ja, das freut mich, dass das bei einigen so gut angekommen ist. Ich habe auch den VW-Bulli ausgewählt, weil ich halt ein VW-Fan bin. Hatte auch selber früher mal einen Oldtimer, einen Golf 1 Cabriolet. Und ja, deswegen war halt der Bulli das erste, was ich jetzt als Kürbisschnitzerei gewählt habe. Haben Sie besondere Beziehungen zum Schnitzen oder ist das erste Mal heute? Na, zum ersten Mal nicht, aber ich mache das privat halt gerne für meine Großeltern, für meine Mutti und so. Schnitze ich jedes Jahr Kürbisse, die dann im Garten aufgestellt werden, aber so professionell wie die anderen Künstler eben nicht. Der VW Bulli war ja in den 60er Jahren das Funkauto. Ja. Haben Sie sich da in das VW Bulli Fahrzeug verliebt? Ja, das auch. Und wie gesagt, ich bin ja sowieso generell auch ein totaler Oldtimer-Fan. Also nicht nur VW, sondern halt auch andere Oldtimer-Autos. Und ist ja heute auch immer noch Kult. Ne? So, die Spannung steigt. Ich kann es auch kaum erwarten. Das war ganz schön
spannend. Den ganzen Tag um 10 haben unsere Künstler begonnen, ihre Riesenkürbisse zu schnitzen. Und jetzt sind wir bei den Ergebnissen. Unsere Kunden, die lieben Gäste, haben alle abgestimmt mit uns. Auch die Jury, der liebe Herr Falkenthal und ich, wir haben uns das ganz genau angeguckt. Und jetzt haben wir die Ergebnisse. Dafür möchte ich erstmal unsere lieben Künstler alle auf die Bühne bitten. Genau. Kommt ruhig einmal auf meine rechte Seite. Genau, vielen Dank. So, vielleicht möchtet ihr ja auch noch ein kleines Wort. Ja. Nummer 5. Auf Toilette. Dann können wir ja einmal gucken. Ich würde mich ja mal über ein kleines Feedback freuen und einmal gerne wissen, wie euch der Tag bis jetzt, also wie das Schnitzen funktioniert hat und genau, was ihr dazu sagt. Fang gerne mal an, Janett. Ja, also erstmal wurde ich ja durch meinen Freund hier angemeldet und wusste das eigentlich vorher ja nicht. Und ja, dann bin ich halt hier gelandet und habe dann den zweiten Schock gekriegt, indem ich erstmal diese riesen Kürbisse gesehen habe und wusste vor Schreck auch ja nicht, was ich da draus zaubern soll. Ja, und dann kam ich halt da drauf, nimmst du einfach mal den VW-Bus, ne? Und ja, war anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht. Super, das klingt gut. Und auch schön, dass du dich getraut hast und einfach so den Weg zu uns gefunden hast und hier dann gleich dein Können bewiesen hast. Super. Ja, also ich bin auch nur unfreiwillig hier. Ein Freund von mir hat mich hier verraten und nun wurde ich dann gebeten, ja, ist mal was anderes, so was Großes zu schnitzen, als jetzt immer nur kleine Kürbisse, Melonen oder sonst was. Ja, war warm und mal gucken. Wir haben dein Talent aber auch schon vorher im Internet begutachtet und waren total überzeugt, dass du hier richtig bist. Gut, dann geht mal weiter. Ja, ich bin auch von einem Bekannten überredet worden und hätte auch nicht mitgerechnet, dass wir so große Kürbisse hier kriegen. Musste meinen Plan völlig über den Haufen werfen und naja, nur halt mit dem Totenkopf ich jetzt mal gucken. Also erstmal muss ich sagen, dass es hier eine ganz tolle Atmosphäre war. Schönes Wetter, wir hatten Glück gehabt. Ich wurde Anfang der Woche angesprochen, ob ich hier mitmachen möchte. Habt ihr natürlich ja gesagt. So, und wie gesagt, eine ganz tolle Atmosphäre. Ich habe neue, nette Schnitzkollegen kennengelernt und das war irgendwie für mich die schönste Erfahrung heute an diesem Tag. Super, da freuen wir uns ja riesig. So, was ist Thema? Wir wollten mal fragen, wie du es jetzt als Künstler hier gefunden hast und wie das Ganze von 10 Uhr bis 15 Uhr jetzt ausgegangen ist bei dir. Ja, also ich bin ja öfters hier auf dem Spargelhof Kleistow und also das Zeitfenster war echt ein bisschen knapp gewesen, 5 Stunden, man kann natürlich ewig lange ins Detail gehen, haben wir heute nicht machen können, ja, nicht geschafft, und aber das Beste draus gemacht, ich hoffe, das gefällt euch, was wir da zusammengeschnitzt haben, und ja, jetzt abwarten und gucken, wer gewinnt. Das ist das Stichwort. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Zettel ergeben haben. Wir wollen mit dem 5. Platz anfangen und da gratulieren wir ganz herzlich Daniel Hergut zu seinem super coolen Kürbis, der da vorne noch zu betrachten ist. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch. Genau, und dann geht es jetzt weiter. Der 4. Platz, der geht heute an den schönen VW-Bus und unsere Künstlerin Janette. Jetzt wird's spannend. Der 3. Platz, der geht heute an Herrn Holger Jahn. Alles Gute und schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Noch spannender, was könnt ihr euch vorstellen? Ich selber war auch sehr gespannt. Der 2. Platz geht an Rick. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 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 Danke.
So, jetzt wissen wir auch alle, an wen der erste Platz geht. Und das ist unser Künstler, Holger. Entschuldigung, Fabian. Genau. Alles Gute. Du bist ja auch da, also muss ich ja sagen, schon wirklich ein Künstler und hast das schon zu Hause ein bisschen länger geübt. Das war nicht dein erstes Mal, wie du schon sagtest. Also ich mache es wirklich schon 16 Jahre und das mit Leidenschaft und wir haben auch einen eigenen Verein, Artistic Carving. So, und ich würde mich natürlich freuen, deswegen habe ich gesagt vorhin jetzt, es war schön, dass ich hier andere Schnitzkünstler kennengelernt habe, wenn die sich gleich unserem Verein mit anschließen. Wir können alle voneinander profitieren und jeder hat natürlich richtig viel Mut bewiesen, hier vor so einem tollen Publikum live zu schnitzen. Und da würde ich nochmal um einen Applaus für alle bitten, die hier teilgenommen haben. So, jetzt habe ich den ersten Platz, freue mich ganz doll drüber und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal hier wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind stolz auf euch. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall wieder eine Kürbis-Schnitz-Challenge geben. Überlegt euch jetzt gut, guckt euch die Kürbisse nochmal an. Die Künstler, die nächstes Jahr vielleicht mit teilnehmen wollen, sollten sich jetzt Ideen mitnehmen und dann zu Hause fleißig üben. Schön, dass ihr da wart. Viel Spaß noch. Genießt noch das schöne Wetter und bleibt noch ein Weilchen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das ist ja absolut.